Noch einmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sitzen. Zuerst bedanke ich mich für die Einladung und zweitens würde ich uns darum bitten, für ISD Applaus, einen richtigen Applaus zu geben. Ja. Ja, auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil ich finde, dass was wir hier machen, nicht nur Geschichte ist, sondern Geschichte, wir verändern die europäische Geschichte hier heute. Und ich. Und wir wissen ganz genau, warum sage ich das, weil aus der Schweiz hören wir von ISD, also aus Österreich ISD. Das heißt, diese Organisation hat für uns in ganz Europa auch war auch eine Rollmodellorganisation. Es gibt auch ADFRA, es gibt mehrere Organisationen, die uns geholfen haben, weiterzukommen. Und ich glaube, wenn wir das nicht in Betracht ziehen und nicht ständig uns daran erinnern, dann werden wir das alles vergessen. Und daher ist es wichtig, dass wir alle sagen, noch einmal merci beaucoup und danke für die ganze Arbeit. Ich werde hier zum Thema Österreich eine Zusammenfassung machen. In dieser Zusammenfassung werde ich das in vier Perioden skizzieren. Die erste Periode ist 60er, 80er, die zweite 90er, 2000, die dritte 2000 bis 2010 und die letzte Periode wäre dann 2010 bis 2022. Und innerhalb dieser Perioden hat ISD eine maßgebliche Rolle gespielt und innerhalb dieser Perioden haben auch US-amerikanische Frauen, die in Österreich waren, zum Beispiel die Frau Toni Morrison, die im Jahre 2006 auf Einladung der Stadt Wien in Österreich war, uns auch sehr, sehr maßgeblich beeinflusst haben, damit wir diese Selbstorganisation machen können. Und natürlich auch die Bewegung der Black Lives Matter 2020. Wir haben eigentlich eine ähnliche Geschichte wie in der Schweiz, wenn es um diese Migrationsorganisation geht. Wir hatten in den 60ern eine sogenannte akademische Migration in Österreich, 60er, 70er, wo sehr, sehr viele Studierende aufgrund der Tatsache, dass es Abkommen gab zwischen Österreich und afrikanischen Ländern, in Österreich studiert gekommen sind. Und die haben klarerweise damals in den 60ern, ab dem Zeitpunkt, wo die Rede war, die koloniale Sprache, der Kolonialismus, sich für Entkolonisierung zu solidarisieren, genauso wie zu engagieren, haben sehr, sehr viele aus Westafrika, das könnte Ghana, Nigeria, genauso wie aus Äthiopien haben studiert und dort haben sie begonnen, sich selbst zu organisieren, innerhalb von verschiedensten Unis, genauso wie innerhalb von ihren eigenen Communities. Da müssen wir auch nie vergessen, dass die Selbstorganisationen auch ethnisch orientiert sein können. Wenn wir zum Beispiel eine Gruppe von Yoruba-Personen, die in einer Region leben, die dort studieren, dann die organisieren sich entlang dieser Linie, entlang dieser kulturellen Linie. Und das ist eigentlich die primäre Art und Weise, sich zu organisieren. Es gab dann innerhalb dieser Periode von 60er bis 80er diese internationale Solidarität, wo wir damals auch festgestellt haben, dass sehr, sehr viele europäische Studierende, Studenten auch sich engagiert haben für den Kolonialismus. Das war in den 60er Jahren. Heutzutage gibt es sehr, sehr wenig Europäerinnen und Europäer, die sich so engagieren wie in den 60ern. Dann gab es zwischen den 60ern und 80ern die Gründung des vierten UNO-Sitzes in Wien. Das Jahr 1967 haben die Wiener begonnen, die Diplomaten aus der ganzen Welt zu begrüßen. Und dort gab es auch sehr, sehr viele
sehr, sehr viele Afrikanerinnen und Afrikaner, die als Diplomatinnen und Diplomaten gearbeitet haben. Und diese Diplomaten haben sich klarerweise auch organisiert entlang der verschiedensten kulturellen Linien, entlang der verschiedensten Interessen, die für alle wichtig waren. Dann, wir haben dann der zweite Moment für uns oder für mich aus einer journalistischen Perspektive ist der Fall der Berliner Mauer. Das hat für Österreich radikale Auswirkungen gehabt aufgrund der Tatsache, dass sehr, sehr viele Studierende afrikanischer Herkunft, die in den ehemaligen Ostblockländern waren, nach Österreich gekommen sind, erstens. Und zweitens hatten wir politisch in Österreich den Anfang einer Radikalisierung, eine anti-ausländerfeindliche Radikalisierung der Politik mit der politischen Partei FPÖ von Jörg Haider. Und genau dort haben sie begonnen zu thematisieren. Sie haben früher geglaubt, alle schwarze Menschen in Österreich sind Diplomaten, ja, und dann oder Studierende, und dann plötzlich haben sie dann festgestellt, nein, nicht alle sind so, sondern es gibt auch andere. Und diese anderen Schwarzen müssen wir irgendwie thematisieren innerhalb der breiten Öffentlichkeit als Drogendealer. Das ist eigentlich die Periode, diese Periode von 89 bis 99, ist die eine sehr, sehr, sehr traurige, eine sehr, sehr schwierige Periode für die Black Communities, aber auch eine sehr produktive Periode, weil genau dort 1996 wird Pamoja gegründet, die Bewegung der jungen afrikanischen Diaspora in Österreich, die eigentlich eine sehr, 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 sehr wichtige Arbeit, sehr, sehr wichtige Säule innerhalb der Grundstruktur der Black Communities in Österreich ausmacht. Und es gab dann parallel zu Pamoja gab es auch PANAFA, Pan-African Forum in Österreich, wo sie dann auch versucht haben, diese Idee vom Panafrikanismus von Markus Garvey und von Kwame Nkrumah auch in Österreich zu thematisieren. Und diese Perspektive hat auch dazu geführt, dass ein Anfang der sogenannten Selbstorganisationsstruktur genommen hat. Und dann kam Mai 1999. In der österreichischen Geschichte spielt das Datum des 1. Mai 1999 eine wichtige Rolle, weil an diesem Tag ist der nigerianische Asylwerber Markus Omofuma, 25-jährig, auf dem Weg in der Abschiebung, auf dem Weg nach Lagos in Sofia, Bulgarien, von Polizisten, österreichischen fremden Polizisten getötet worden. Getötet in einer Art und Weise, wo man sich denkt eigentlich, ob die Polizisten hier menschenrechtlich gehandelt haben, weil der Brustkorb genauso wie der Mund und die Nase wurden geklebt. Und obwohl viele Leute im Flugzeug der Bulgarian Air protestiert haben, haben die Polizisten einfach nicht gemacht. Und in Sofia haben festgestellt, er ist gestorben oder ist getötet worden. Ja? Das heißt, der Anfang dieser Selbstorganisation wird dann nimmt Formen Mai 99, und diese Form ist sichtbar am 8. Mai 1999, wo Pamoja, unterstützt von PANAFA und viele Organisationen, diese allererste Demonstration gegen Polizeigewalt in Österreich organisieren. Ich mache eine Pause, weil ich war bei dieser Demo und ich habe gesehen, ich habe auch diese Demo, die ganze Demo radiomäßig aufgenommen, es steht auch im Internet, und ich habe auch festgestellt, dass sehr, sehr viele Medien gegen diese Demonstration waren und gegen die Selbstorganisation afrikanischer Menschen waren.
Warum? Weil wir am 27. Mai eine sogenannte Operation Spring bekommen. Operation Spring ist ein Thema, das viele nicht kennen, aber das ist eigentlich die größte polizeiliche Aktion in der Zweiten Österreichischen Republik gegen schwarze Menschen. Also das heißt, sie haben mobilisiert ungefähr 1000 Polizisten im ganzen Land, damit sie so viele Afrikanerinnen und Afrikaner festnehmen, aufgrund der Tatsache, dass alle diese Afrikanerinnen und Afrikaner Drogendealer sind. Und ich sitze hier, ich war auch Opfer dieser Aktion, weil meine Wohnungstür wurde zerstört. Und die Polizei ist reingekommen, hat mich festgenommen. Ich bin ins Polizeihaltezentrum gebracht worden, Rossauerlände, wo ich dann von Polizisten gefragt worden bin, ob ich Personen kenne. Es war auch teilweise ein sogenannter Opfer dieser sogenannte Drogenkriminalitätsaktion der Polizei. Und zum Schluss werden dann 127 Afrikanerinnen und Afrikaner festgenommen, die sogenannten Köpfe dieser Bewegungen. Und man stellt danach fest, diese 127 Personen hatten damit nichts zu tun. Ja? Und die Polizei, die österreichische Polizei, hat sich bis jetzt diesbezüglich nicht geäußert und nicht entschuldigt. Das heißt, diese Radikalisierung innerhalb der Polizei in Bezug auf schwarze Menschen hat sich weiter verbreitet. Nicht nur innerhalb der Polizei, sondern auch innerhalb der Medien. Weil die Medien spielen hier auch, die Mainstream-Medien in Österreich haben dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. Das war diese Einschüchterung, Manöver von der Polizei, hat massive Auswirkungen gehabt. Ich glaube, wenn wir über Selbstorganisationen reden, müssen wir auch über die Perioden reden, worüber viele aufgrund der Tatsache, dass sie keine Kraft mehr haben, sich nicht mehr engagieren. Das heißt, diese Aktion von 27. Mai 1999 hat dazu geführt, dass bis 2003 eigentlich innerhalb der African Communities in Österreich keine großen Aktionen gab. Alle haben sich zurückgezogen und haben, und das ist eine sehr, sehr interessante Periode, es ist genau da entstehen verschiedene Festivals. Das heißt, sie gehen weg von der politischen Sphäre und kommen zurück eigentlich mit politischen Themen im kulturellen Bereich. Was sehr, sehr interessant ist, weil im kulturellen Bereich haben wir die Möglichkeiten, sehr, sehr, sehr viele Themen zu behandeln, ohne es sofort auf Konfrontationskurs mit den Behörden zu sein. Sondern man kann auch subversiv agieren und diese Subversion kann auch dazu führen, dass verschiedene Aktionen stattfinden, die vielleicht später eine ganz große Rolle spielen werden. Und dann 2003, entlang dieser Aktionen, wird auch ein junger Mauretanier namens Isebane Wage von Polizisten in einem Festival, weil er dort, er hat Nuklearphysik an der Technischen Universität Wien studiert und hat im Juni einen Studentenjob bekommen und hat dort als Wächter gearbeitet. Und in der Nacht gab es Probleme mit der Polizei und er ist dabei gestorben, getötet worden. Es gibt auch Videos dazu. Und das ist, wo die Gründung der Selbstorganisationen innerhalb Österreich eine andere Wende nimmt. Und diese Wende ist eine Frauenwende. Ja, ich glaube, ich gebe dir recht. Frauen, die haben, diese sehr starke Frauen haben auch festgestellt, naja, diese Männer, ich weiß jetzt nicht, sie können noch nicht so weit. Und sie haben dann innerhalb, und das ist eine Tatsache, wenn wir afrikanische Frauen nicht hätten, würde Afrika heute nicht mehr dastehen, wo Afrika ist. Diese Wende findet statt mit der Gründung von Schwarze Frauen Communities. Und die Schwarze Frauen Communities
ist eine Organisation, die heutzutage in Österreich eine sehr, 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 sehr große Rolle hat, die nicht nur im Bereich der feministischen Politik, sondern auch im Bereich der Jugendpolitik maßgeblich aktiv ist, die auch aus heutiger Sicht als Ansprechpartner von österreichischen Fernsehen, österreichischen Radios ist. Das heißt, sie haben aufgrund ihrer Arbeiten einen Status erreicht, wo sehr, sehr viele Organisationen noch nicht sind. Und diese Arbeit ist immer extrem gesellschaftskritisch. Und das ist, was sehr bemerkenswert ist. Es gibt dann die verschiedenen, sagen wir, die letzte Periode. Wie viele Minuten habe ich noch? 5, sehr gut. Ich habe noch die, im Jahre 2006 kam auch, wie ich vorhin erwähnt habe, die Frau Toni Morrison nach Wien. Und diese Möglichkeit, es gab auch eine Möglichkeit, mit schwarzen Frauen zu reden. Und sie hat in ihrem Hotel die verschiedensten Frauen aus Österreich eingeladen. Ich war der einzige Mann dabei. Also ich habe das aufgenommen. Sie hat 90 Minuten lang. Und ich muss auch sagen, dieses Gespräch wurde uns von den Organisatoren abgelehnt eigentlich. Also die Organisatoren wollten nicht, dass wir die Frau Morrison treffen. Aber innerhalb des Organisationsteams und mit Frau Beatrice Achaleke, die die Chefin damals von Schwarze Frauen Community war, hat dann mit ihren eigenen Kontakten organisiert, dass wir Frau Toni Morrison 90 Minuten lang treffen. Und dieses Treffen habe ich alles aufgenommen, das steht auch online, wo sie dann erzählt, dass es wichtig ist, dass Schwarze zusammenkommen, dass Schwarze Frauen wie Männer, wenn es für euch noch nicht gibt, einfach gründen. Nicht warten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Treffen. Dann kam 2010 mit der WM in Südafrika, wo versucht wurde, noch mit der afrikanischen Vernetzungsplattform eine Plattform zu gründen, wo sehr, sehr viele afrikanische Initiativen kommen werden. Das Symbol war Kenako Afrika, glaube ich, von WM in Südafrika. Aber das hat nur ein Jahr lang gedauert. Und von 2010 bis, sagen wir, bis heute gibt es innerhalb der Community sehr, sehr, sehr viele Initiativen, die entstanden sind. Selbstorganisationen. Eine interessante Organisation ist die Black Austrian Youth Forum. Das Black Austrian Youth Forum, gegründet 2018. Sie haben 2018, 2019 das Bundestreffen für junge Schwarze in Österreich organisiert. Es war sehr, sehr, sehr interessant, weil ungefähr 35 Personen und Organisationen gekommen sind. Und danach ist dann die afrikanische Diaspora Österreich 2020 entstanden. Und davor, 2009, glaube ich, gibt es eine Plattform für LGBTQI-Personen afrikanischer Herkunft. Jetzt habe ich den Namen nicht. Ich glaube, danach werde ich es sagen. Die eine sehr, 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 sehr interessante Plattform ist für LGBTQI-Personen, die auch sehr, sehr aktiv war innerhalb dieser Ukraine-russischen Krise. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen werden, wenn wir von der Ukraine reden, dass in Österreich zum Beispiel sehr viele Leute sich aktiv engagiert haben aufgrund von Social Media. Das heißt, die Selbstorganisationen heute im 21. Jahrhundert sind nicht mehr Menschen, die nur hier zusammenkommen und aktiv sind, sondern Leute, die auf Instagram-Plattformen zum Beispiel eine Aktion beginnen. Und diese Aktion führt zu einer aktivistischen Möglichkeit, sich zu beteiligen, wie zum Beispiel die Initiative Austrian Pekin gemacht hat, eine österreichisch-nigerianische Plattform von Afro-Nigerianerinnen, von Austro-Nigerianerinnen, die in Österreich aktiv sind und die die sogenannte Black People in Ukraine Aktivitäten maßgeblich beeinflusst haben. Mein letzter Punkt jetzt ist, dass wir nicht vergessen sollen, dass
diese ganze Zeit, sagen wir zumindest für österreichische Verhältnisse von 1998 bis heute, sind verschiedene Initiativen, die nie müde werden. Ich meine jetzt die Medien. Wir haben hier drinnen der Herr Femi, der zum Beispiel Afrika und Kurier macht, zum Beispiel. Das ist in Deutschland jetzt, ja. Also, aber es gibt, ich will nur betonen, und es gibt auch einen Lohnamen, auch hier in Berlin. Die sind auch, glaube ich, irgendwo dort liegen. Ich will nur betonen, dass Selbstorganisationen ja, aber gleichzeitig nicht vergessen, Journalisten und Journalisten afrikanischer Herkunft, die den Prozess seit mindestens 50 Jahren begleiten, müssen wir nicht vergessen. Weil genau die sind wichtig, weil sie haben Schwierigkeiten, auch innerhalb unserer eigenen Community zu berichten. Ich weiß ganz genau, dass viele innerhalb der verschiedenen Communities am Anfang in Österreich fanden nicht so wichtig, dass Journalisten dabei sind. Ja? Aber aus heutiger Sicht bemerken wir, es ist entscheidend wichtig, dass Medien präsent sind. Medien, die von uns und für uns geschaffen sind. Ja, bin ich fertig. Dankeschön.